Fantastic. So. Der Clash of Me, der eben gesagt hat, ich wäre nur mittags da, greift an mit Lavalunion. Er lockt die Klamburg raus und in der Klamburg ist ein Level 5 Drache, der sich da versteckt hat und der jetzt rauskommt und ja, er hat auch ein paar Minions dabei. Es könnte ein interessanter Angriff werden. Je nachdem, wie viele er jetzt benutzen muss von den Minions, um halt, um den Drachen zu zerstören. Ich denke, er wird fast alle benutzen. Ah, okay, er setzt erst die Helden. Er hat noch 8 Minions übrig. Es könnte knapp werden, so, zack, 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 Lava und Lava und Lava und Ballons. Jetzt ist die Frage, was wird er machen? Wird er es schaffen oder wird er es nicht schaffen? Was hat er in der Klamburg noch drin? Hat er in der Klamburg vielleicht auch noch ein paar Ballons? Luftabwehr ist noch nicht down. Der Luftfeger ist, down. Ich hasse den Luftfeger. Der Luftfeger ist unnötig. So. Ja, es wird knapp werden. Was hat er denn in der Klamburg drin? Ja, die fliegen jetzt natürlich genau nach links, das ist ein bisschen scheiße. Nein. Es wird ein Stern werden, aber der Gegner hat ja schon einen Stern. Hey, da oben hat er auch noch welche gehabt? Hey, was ist denn in der Clanburg drin? Wobei, er hat noch die Geheimwaffe. Er hat zu spät gesprengt. Er hat etwas zu spät gesprengt. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was er noch in der Clanburg hat. Ah, nur ein Lavahund, okay. Den hätte er natürlich ein bisschen eher zünden müssen. Jetzt ist die Frage, läuft die Königin noch nach innen oder nicht? Er müsste jetzt erstmal zünden. Zünd die Königin! Ah, sie läuft nicht nach innen. Sie läuft nicht mehr nach innen. Deswegen wird es wohl auch nicht mehr reichen, denke ich mal, für den zweiten Stern. Auch wenn die Lavahunde in der Mitte noch ein bisschen Action machen. Der König vom Gegner hat das gesehen, einfach total verwirrt. Ach man, schade eigentlich. Die Königin ist einfach seit dem Update irgendwie, weiß ich nicht. Ist von der Rolle, hat ihre Tage oder so. Hat glaube ich, ihre Tage. Ein bisschen schade, echt. Sie war ja nicht schlecht. Ich hatte kein Problem mit der alten KI der Königin. Wieso haben sie es geupdatet? Ich weiß es nicht. Du musst immer aufpassen, dass das Miststück nicht außen rumläuft. Ohne Witz. Jedes Mal musst du aufpassen, dass die Königin nicht außen rumläuft. So, dann noch 45 Sekunden Zeit. Ach komm, das schaffst du doch noch. Zumindest noch 90%. Allerdings, die Kanone könnte ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen, weil die relativ viel Schaden macht gegen die Königin. Er kann die Königin auch noch zünden. Oh, die Hoffnung stirbt zuletzt. 90% hat er jetzt zumindest. 91%. Ja, die Königin ist leider nicht. Die Königin ist leider nicht in die Mitte gelaufen. Oh, wobei, wenn die das jetzt noch holen. Nein. Es reicht nicht mehr. 93%. Er hätte den Lavahund, glaube ich, ersetzen müssen. 93% von Clash of Me gegen. Keine Ahnung. Gegen irgendwen von dem Portugiesen Clan auf jeden Fall. So. Wir haben noch einen. Ah, das ist. Übrigens, den wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist eine geile Base. Kurai, die Nummer 10 gegen die Nummer 13. Und da muss man sagen. Ja, das ist doch mal. Das hat doch mal das Prädikat verdient. Weltbeste Clanmo Base. Level Rathaus Level 10. 5er und 6er Mauern. 4er, 5er, 6er Mauern. So, was macht er? Go Wipe. Und er sagt sich, ich greife von unten an. Ah, okay, er lockt die Kleinburg raus, sehr, sehr löblich. Ich denke mal, er wird dann gleich von oben angreifen. Also würde ich jetzt mal schätzen. Vor allem, du hast auch keine. Er hat da unten auch keine Sachen irgendwie in der Nähe, die noch irgendwie ihn stören. Okay, er lockt jetzt nach oben. Drache fliegt. Ich spule es mal ein bisschen vor. So, die fliegen nach oben. Was machen sie jetzt? Er geht drauf. Er setzt den Wutzauber. Und ich denke mal, er wird jetzt gleich die Golems direkt. Ah, ne, er geht von da vor. Hä? Was? Was ist das? Ist das Pegowee? Ist das die neue Angriffsstrategie, dass man erst die Packers vorsetzt? Pegowee? Okay. Ja, der eine Packer, der 5er Packer, ist noch in der Klamburg gewesen. Jetzt die Helden. Ja, ich bin gespannt. Wobei es eigentlich schwachsinnig gewesen wäre. Stimmt, es wäre schwachsinnig gewesen, von oben anzugreifen. Ich hätte auch eher von unten oder von der Seite angegriffen, weil ja die Königin total neben der Spur da oben rumsteht. Die hat damit gar nichts was zu tun. Allerdings laufen jetzt die ganzen Magier oben rum. Oh, okay, die Königin wird relativ schnell ab. Sie geht relativ schnell down. Pekka in der Mitte. Wo ist die Königin? Ach, die Königin von ihm läuft da rum. Das Rathaus von ihm wird jetzt gleich down gehen. Also, das ist echt meine geile 10er-Base, oder? Ich baue meine Base auch mal um und nehme mal diese Base. Scheint ja ganz gut zu funktionieren. Was ist denn im Chat los? Ja, jetzt hat er. Er wollte unbedingt. Hör mit COC aufschreibt. Du wolltest doch. Ach.
Du wolltest doch unbedingt... Ach man, diese Tastatur in die Aufnahme. Ja, das ist da drin. Jetzt ist er drin. Mit seinen, 93%. So. Ja, es war im Grunde trotzdem noch easy am Ende. 54%. Und jetzt kann er noch in ganz in Ruhe noch den Rest machen. Zack, zack, zack. 60%, 62% und ja. Easy peasy. Easy peasy. Wobei, wenn die 13 schon so schlecht ist, dann muss er eigentlich die 14... Dann muss er die 14 eigentlich... Ja, die ist eigentlich sogar noch besser, finde ich, oder? Zumindest von den Mauern her, vom Rest natürlich, wenn man sich mal die... Vor allem, wenn man sich natürlich mal die Bogentürme anguckt, sieht man, die Base ist schon relativ schlecht. Ja, ihr könnt auf jeden Fall... Ja, dann Clash... dann verkauf am besten sofort deinen Account. So. Auch eine interessante Taktik. Auch eine interessante und eine sehr gute Taktik. Er hat gesehen, ich komme mit den Erdbebenzaubern direkt in die Mitte rein und konnte jetzt mal eben dann sofort alles aufsprengen und kann jetzt die Golems ersetzen. Also eigentlich im Grunde eine sehr, sehr interessante und auch sehr gute Taktik, die der Echte jetzt hier gewählt hat. So. Die Packers denken sich, nö, nö, ihr lauft nicht in die Mitte. Die Bauhütte ist unser größter Feind. Die Bauhütte ist unser größter Feind, da gehen wir jetzt mal sofort drauf. So, sie gehen da hin. Und zack, zack, zack. Jetzt setzt er den Wutzauber genau richtig. König hinterher. König geht ein bisschen weit außen. Aber er hat natürlich Glück, dass die Packers relativ mittig sind. Allerdings hat er jetzt das Problem, dass die Packers nicht das Rathaus angreifen werden, weil sie nicht dahin kommen. Sie müssten dafür erst die Mauer kaputt machen. Nur das werden sie jetzt erstmal nicht tun. Sie laufen nämlich jetzt erstmal außen rum. Allerdings hat er dafür noch die Magier. 32%. Also es ist... Wie kann man so eine Base sich aussuchen? Das ist doch lachhaft. Guck mal, du hast einfach alles so weit weg. Du hast die Clanburg so weit weg. Das heißt, das Rathaus ist schon dreimal zerstört, bevor deine eigene Clanburg überhaupt da was machen kann. Allerdings, einen großen Fehler hat er begangen. Und zwar hätte er sich definitiv noch ein, zwei, drei Bogenschützen mitnehmen können. Denn wenn wir das hier außen mal uns angucken, er hat außen noch so viele Gebäude, die da noch freistehen und die er dann im Grunde nicht wegmachen kann, weil er ja keine... Er hat dann im Grunde keine Truppen mehr. Und deswegen wurde es am Ende nochmal richtig knapp. Wir sehen das nämlich jetzt hier, 47%. Und dank der Golems, die jetzt noch eben den Turm kaputt machen, hat er es noch gerade so geschafft. Also das war richtig knapp, obwohl es eigentlich nicht knapp hätte sein müssen, wenn er rechtzeitig die toten Gebäude weggemacht hätte. Okay, jetzt war noch ein Angriff noch. Einen... Jetzt bist du der Star. Jetzt ärgern wir noch ein bisschen. Der Star, der auf... Name. Jetzt ist er der Starter der Aufnahme. Ach, ein Golem noch. Können wir noch einen spenden? Ne, wir können gleich einen spenden. Jason, du bekommst gleich einen Golem. Ja, es ist live. Live, so as it happens. Wir gucken mal eben noch rein. Ich würde euch ja ganz gerne noch einen Angriff zeigen. Ich habe auch schon eine Idee, welcher das ist, aber da mache ich noch mal eben einen kleinen Cut. Ja, komm, wir gucken uns mal den Jason an. Eine ganz, da muss ich sagen, die Base vom Gegner ist eigentlich sogar ganz gut. Alles so richtig beisammen. Er greift mit drei Golems an. Ja, er sprengt da schon mal ganz gut was auf. Er hat jetzt noch einige Mauerbrecher übrig. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickeln wird. Was macht er? Golem 1, Golem 2, Golem 3. Golem 4 aus der Clanburg. Zack, zack, zack. Mauerbrecher hinterher. So, sprengen auch schon auf. Magier hinterher. König hinterher. Königin hat er, glaube ich, ein bisschen zu weit links gesetzt. Denn sie könnte jetzt unter Umständen nach außen laufen wieder. Und das ist halt das, was wir nicht wollen. Sie könnte mal in die Mitte laufen. Ich bin mir noch nicht sicher. Nein, sie läuft nach außen. Sie läuft, ich würde jetzt schon fast wetten, sie läuft nach außen. Ja, das ist halt die Scheiße mit der Königin, ne? Sie denkt gar nicht erst dran, in die Mitte zu laufen. Sie läuft dann trotzdem jetzt einfach nach außen. Und das ist halt der große, das ist halt das, was dann der große Nachteil in diesem Clankrieg dann, oder beziehungsweise bei diesem Angriff sein könnte, wenn wir sehen es jetzt. Die Truppen in der Mitte haben Probleme. Das Rathaus ist nicht down und die Königin läuft einfach außen rum. Das heißt, er wird im Endeffekt dann jetzt gleich relativ viele Prozente sammeln. Das Rathaus wird er trotzdem nicht kriegen. Das ist halt die Scheiße mit dem Update der Königin, finde ich. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Hätten sie ruhig so lassen können. Denn man muss immer aufpassen, dass die in die Mitte läuft. Man muss sie fast schon in die Mitte prügeln, damit sie überhaupt da reinläuft. Teilweise habe ich es aufgesprengt, die Königin hätte nur in die Mitte laufen müssen. Nein, sie läuft dann 10 Meter weiter, nur weil da noch ein Gebäude rumsteht. Weiß ich nicht. Ich fand's vorher besser. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung da reinschreiben, wie ihr das fandet. Ich fand's, wie gesagt, vorher besser. Ah, die Besuche noch. Genau, die Besuche müssen wir auch noch machen. Die Besuche kommen morgen dann. Die Besuche kommen dann morgen dran. Und er hat 67% Gold. Da muss man sagen, ist okay. 67% von Jason gegen Robalinho. Ja, und damit sind wir am Ende der dritten. Das waren sogar drei Folgen jetzt, ne? Drei Folgen Clash of Clans heute für den Clankrieg. Ich habe echt über eine halbe Stunde aufgenommen. Und wir fordern jetzt mal eben noch die restlichen Magier, geben gleich unseren Golem ab. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.